stehen wir gerade vor dem Hotel, Hotel Termenova in Köflach, wo wir auch letztes Jahr schon waren. Und jetzt geht es in den Endspurt. Heute der letzte ganze Tag hier, morgen die Rückreise. Jetzt seit knapp einer Woche hier und alles zum Glück gut gelaufen. Wir haben erstmal sehr gutes Essen hier im Hotel, was für uns sehr wichtig ist natürlich. Wir haben die Therme mit Schwimmbad, Sauna, Dampfbad, alles, was man sich vorstellen kann, direkt hier gegenüber. Haben sie auch nicht weit bis zur Halle, haben dies Jahr auch, ja, man kann fast sagen, ein bisschen Glück mit dem Wetter, weil die Halle hat sich letztes Jahr bei 30 Grad schon sehr aufgehitzt. Das war dieses Jahr zum Glück nicht der Fall. Leider für Outdoor-Aktivitäten hat man ein bisschen Pech, hat fast jeden Tag geregnet, aber haben das Beste draus gemacht. Ja, es gefällt mir gut. Natürlich intensive Tage mit zweimal Training fast jeden Tag. Und jetzt heute Abend die gefürchtete Fahrradtour, da sind wir alle schon ein bisschen nervös, aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, die Tage sehen eigentlich ziemlich ähnlich aus. Wir haben immer um 8:30 Frühstück, haben danach unser erstes Training, das ist meistens das Hallentraining dann am Vormittag. Danach gehen wir hier zurück, wer möchte, kann noch kurz ins Kältebecken springen oder auch kurz in die Therme rübergehen. Dann gibt es Mittagessen, dann geht es schon wieder ins zweite Training, das dann ja meistens eine konditionelle Einheit ist, ein Krafttraining oder ein Krafttraining in Verbindung mit einem Lauftraining. Und dann abends gibt es Abendessen und dann ist noch ein bisschen freie Zeit. Juri hatte die letzten Tage ein FIFA-Turnier hier arrangiert. Sonst gibt es zwei Kartenrunden, das wird auch sehr intensiv genutzt nach dem Abendessen. Und so sehen eigentlich die Tage aus.